Hier war das. Statt dass die einfach einen Raum für alle machen. Oi. Ende. Ja, bitte. Aber dann auf dem da. Alter. Das ist schön, dass wir hier sind. Und hier kann ich nicht ganz so hart verkacken. So, dann müssen wir wieder hier hinten an den zweiten Ort, ne? So. Du bist immer noch eingefroren. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Jetzt dürften wir eigentlich da reinkommen. Ja. Los geht's, würde ich sagen, ne? Ich wollte noch in unser Inventar gucken, das darf ich aber gleich wahrscheinlich nochmal. Mal, das ist genauso in Anführungszeichen einfach wie die anderen Schweine. Nicht, dass wir den auch noch mit den Kleidern bekämpfen müssen. Ja. Zeig dich. Ich würde das mal gerne sehen, wie es aussieht. Also du bist weit gekommen, Tommy. Mhm. Was meinst du? Gefällt dir die neue Welt, die ich erschaffen habe? Nee. Unglaublich, oder? Alles ist angehalten. Leute, Bäume und... Du kleiner Lümmel. Du wirst dich nie mehr bewegen. Du kannst mich sowieso nicht schlagen. Na, Tommy, spiel mit mir. In meiner Welt. Für immer. So. Interessante Musik. Ja, da fehlt trotzdem einiges. Oder es kann auch sein, dass das einfach nur so aussehen soll. Ich weiß nicht warum, aber... Wir haben auf jeden Fall alle... wenn wir das Spiel fertig haben, haben wir alle Missionen, die wir gefunden haben, auch erledigt. Okay, ich möchte mich jetzt aber gerne wieder so umkleiden. So. Also wenn das jetzt nicht getroffen hätte, dann weiß ich auch nicht. Ich bleib mal hier stehen.
Merp, merp. Dankeschön. Nicht da oben immerhin. Schade. Oh, das war sehr schlecht. Und die Musik ist weg. Ist nach dreimal Schluss? Oder müssen wir fünfmal? Okay, wir müssen auf jeden Fall öfters. Das war auch schlecht. Weil der ist jetzt sehr aggressiv. Das stimmt. Wir haben dieses... Wir haben ja dieses Puder. Und ich glaube, der hätte uns jetzt schon mehrmals getroffen. Dann ist es natürlich easy peasy, ne? War's das? Nee. Aber wir haben uns das ja auch verdient. Das Zeug ist ja nicht, dass ich mir das hergecheatet hätte. Das war's, glaube ich. Jedenfalls hat sich sehr danach angehört. Ja. Oh nein! Du hast mich geschlagen! Tommy, das ist unmöglich! Aber was ist jetzt mit dem Zauber, der auf dem Dings liegt? Aber vergiss nicht, wir sterben niemals wirklich! Eines Tages irgendwo. Wir spielen noch mal, ja? Tombi. Ach, guck mal. Von den bösen Schweinen gefangen. Und dann... Tombi. Es geht dir gut, Tabby. Du bist hier, um mich zu retten. Oh, danke. Ich hab dich so vermisst, Tombi. Der Schweineraum zerbricht. Baron, dir geht's auch gut. Oh, wunderbar. Lustig, wie die so... Ja, das ist alles schön und alles bricht zusammen. Ah, okay. Dadurch, dass wir das Schwein eingefangen haben, ist dann der Zauber auch wieder rückgängig gegangen. Das ist schön.
Pilze. Iss so viel du willst. Oh, so gut. Tja, Tabby kann am besten kochen. Oh, Charles, du bist so cool. Du kommst in solchen Momenten an und tust, als wäre alles dein Verdienst. Was sagst du da? Wir haben auch gearbeitet. Hinter den Kulissen. Mhm. Hinter den Kulissen? Wie lächerlich. Du hast ja keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. Nicht wahr, Tombi? Huhu, ihr zwei, ihr habt euch gar nicht verändert. Du hast ein Feuer gelöscht, einen großen Fels weggeräumt und du hast einen Geist besiegt. Dann hast du sogar Charles gerettet, der ein Dreckklumpen geworden war, nicht? Was? Wer hat dir das denn erzählt? Na jedenfalls, Tombi, ich habe mich gut amüsiert auf Reisen mit dir. Du hast Tabby gesund und munter wiedergefunden. Und du hast den Kontinent wieder normal werden lassen. Alle sind dankbar. Alles wegen dir. Tombi, danke, dass du uns geholfen hast. Oh. Wenn wieder etwas passiert, sagt ihr Bescheid? Oh, wenn du das ernst meinst, mache ich nie mehr Essen. Oh, bitte das nicht. War nur ein Scherz. Ich werde üben und dir eine tolle Überraschung zubereiten. Puh, so ein Glück. Tja, Tombi, ich bin satt gegessen. Ich sollte vielleicht mal heimgehen. Kommst du bald wieder? Danke nochmal. Tombi! 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 Toll siehst du aus, Tombi! Eigentlich wollte ich dir berichten, wie das Abenteuer so läuft. Hey, so knapp! Nur noch einen Schritt und du bist ein erstklassiger Abenteurer. Gut, klasse! Du hast allen gezeigt, wie man ein Abenteurer wird. Aber du hast noch viele Abenteuer vor dir. Solange du deinen Traum nicht aus den Augen verlierst. So, und das war Tombi bzw. Tomba 2. Ja, was soll ich sagen? Ich vielleicht erstmal strecken. so wie es aussieht, haben wir... Also wir haben anscheinend nicht alle Aufgaben erledigt. Das hat sich aber so angehört mit diesem einen Schritt, dass noch eine gefehlt hat. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil da halt echt viel Platz in unserem Statusgezumpel war. Naja, ich habe ja jetzt immer noch die Möglichkeit, Aufgaben nachzuholen. Ich weiß aber, ich habe auch nicht gesagt, also ich habe, glaube ich, anfangs gesagt, dass ich keinen 100% Run machen werde. Deswegen werde ich das jetzt, denke ich mal, einfach so dabei belassen, wie es jetzt ist. Wir haben alle Aufgaben erledigt, die wir gefunden haben. Von daher bin ich damit zufrieden. ich habe auch weniger ein Walkthrough benutzt als im ersten Teil. Da bin ich auch
ein bisschen, ja, stolz nicht, aber ich bin froh darüber, weil ich vom ersten Teil dann doch etwas angenervt war. Wobei der erste Teil, finde ich, war auch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, schwieriger als der zweite, weil die Aufgaben irgendwie kryptischer waren. Dennoch musste ich hier halt auch einen benutzen, weil ich, sonst wären wir in 50 oder 100 Parts werden wir noch hier dran. Und ja, es ist schwierig zu sagen, welchen Teil ich besser finde. Ich finde den ersten Teil bezüglich, also an sich ist es ja kein großer Unterschied. Außer dass man im zweiten Teil nicht nur Ebenen wechseln konnte, sondern dass man auch in den Raum reinlaufen konnte. Und dass es halt teilweise diese kompletten Räume gab. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das war in dieser Mäusestadt im ersten Teil. Ich meine, da konnte man auch so komisch rumlaufen, aber das ist zu lange her jetzt irgendwie. Aber ich bin... also ich finde, man kann die beiden eigentlich schon gleichstellen, wobei die Aufgaben im zweiten Teil, finde ich, mehr Sinn machen als im ersten. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei der Legenda, die mir dieses Spiel zugeschickt hat. Es hat mir viel Spaß gemacht, also mehr Spaß als beim ersten Teil. Denn ich muss das nochmal sagen, ich finde, der erste Teil war etwas schwieriger, wobei ich den ersten Teil auch schon ein bisschen kannte, bis zu diesem Zwergendorf oder wie das hieß. Weil da gab es ja die Demo, die ungefähr bis dahin ging. Und von Tombi 2 kannte ich so gar nichts. Grafisch und steuerungstechnisch finde ich, dass es irgendwie ein bisschen rutschig ist. Wenn man das so sagen kann. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Spiel. Wobei, ich glaube, bewertungstechnisch hatte das, habe ich gelesen, oder hat Dennis mir gesagt, irgendwie 8 von 10 oder 9 von 10. So hoch würde ich das jetzt aber nicht einschätzen. Aber das ist jetzt wieder so eine Sache für dich, weil ich mehr halt so der Jump'n'Run-Typ bin, nicht so der, ist das ein Rollenspiel? Kann man das als Rollenspiel betiteln? Halt so ein Adventure-Kram. Bin ich halt nicht so der Fan von, ist jetzt auch schlecht gesagt, sondern das ist mir halt zu aufwendig, ein bisschen. Aber, ja, ich würde es 7 von 10, ja, zwischen 6 und 7 von 10, also 6,5. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das Spiel scheiße ist, sondern das ist halt so meine Meinung. Gut. Ja, dann kann ich euch ja schon mal sagen, was als nächstes kommt. Und zwar als nächstes werden wir nochmal ein Spiel besuchen, nämlich Tony Hawk's American Wasteland. Ihr könnt euch ja daran erinnern, dass wir die BMX-Challenges nicht fertig machen konnten. Ich habe mir die NTSC-Version gekauft, bei der es eigentlich, glaube ich, möglich ist, die BMX-Challenges zu machen. Jetzt bin ich auch überlegen, ich glaube, ich mache nur die BMX-Challenges und dann wollte ich gerne noch die diese Classic-Challenges Dinger machen. Das habe ich ja auch nicht gemacht. Das wird dann auch alles in der Playlist von dem alten Turnier, also von der alten Aufnahme landen. Als ob nichts passiert wäre, wir machen da einfach weiter. Der Charakter wird wahrscheinlich komplett anders aussehen, aber wir starten da, wo wir mit den BMX Challenges aufgehört haben und ja, machen da dann die BMX Challenges und die Classic-Modus-Gezumpel. Ja, dann, ich hoffe, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Ich bedanke mich auch nochmal ganz, 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 ganz doll bei der Legenda dafür, dass sie mir dieses Spiel vor schon ein bisschen länger her mal zukommen lassen hat. Und was nach Tony Hawk kommt, weil das wird relativ kurz sein, das erfahrt ihr dann nach, also im letzten Video von Tony Hawk. Gut, dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Tschüss!